Wir haben, wie ich finde, uns ja sehr fahrlässig auf eine Abhängigkeit mit Russland eingelassen. Ich glaube, 55% der Gasversorgung kommt aus Russland, 40% des Rohöls. Darüber hinaus sind ja auch Lagerkapazitäten in russischer Hand und auch noch sogar Distributionsunternehmen, also Gasversorgungsunternehmen. Also ich glaube, wir müssen uns einmal befreien aus dieser Abhängigkeit im Energiesektor. Und im Übrigen gibt es natürlich viele deutsche Firmen, die mit Russland Geschäfte betreiben und auch erfolgreich betreiben. Das wird sich schon treffen. Also es gibt natürlich immer die Gesamtbetrachtung, da spielt Russland keine große Rolle. Aber im speziellen Fall für manche Firmen ist der russische Markt schon ein ganz entscheidender Faktor. Also wir werden das schon spüren, auch in Deutschland.